Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Schafft Wissen, schafft Wissen. Wir werden heute das dritte Kapitel behandeln, das da heißt Fossile Friedhöfe. Und hierbei geht es um die Paläontologie, also begrabene Tiere, die wir in den Schichten finden. Nun, fossile Friedhöfe finden wir ganz, ganz viel auf der ganzen Welt. Also nicht nur vereinzelte Tiere, die irgendwo begraben sind, sondern ganze Ansammlungen von Tieren, manchmal ganze Herden von Tieren, die alle begraben sind. Nun, wir werden uns ein paar davon angucken. Zunächst schauen wir uns mal die sogenannte geologische Säule an. Also die geologische Säule, das ist das, was wir oft in wissenschaftlichen Büchern oder auch in Schulbüchern finden. Also die Abhandlung der Erdzeitalter und die da in diesen Erdschichten gefundenen Lebewesen. Also wir beginnen hier unten irgendwo im Präkambrium, das sind so 5 bis 6 Milliarden Jahre alt, dann bis ungefähr 600 Millionen Jahren. Und da beginnt das Kambrium und im Kambrium taucht plötzlich die Fülle der Lebewesen auf. Und dann sind diese Erdschichten, die da oben drüber stehen, sind sortiert. Und in diesen Erdschichten finden wir verschiedenartige Tiere. Und es ist ganz interessant, dass wir die so finden, denn von der Sortierung her, so wie sie liegen, finden wir unten ganz oft irgendwelche Muscheln oder irgendwelche kleinen Schalentiere und Krebse. Kurz darüber finden wir Fische. Über diesen Fischen finden wir Amphibien, über den Amphibien oft Reptilien und dann die große Familie der Dinosaurier. Und ganz oben finden wir dann Säugetiere und die Spitze bilden dann Vögel und Menschen. Das ist so das, was wir sehen, also was wir finden, wenn wir die Erdschichten aufgraben, und so werden sie in den Büchern immer dargestellt. Nun, auf der rechten Seite hier sehen wir, wie sowas aussehen kann, also wenn man solche Schichten aufgräbt, wie es da drin aussieht. Also auch hier unten so die Meeresbewohner und darüber dann die Amphibien, die Reptilien mit den Dinosauriern mittendrin und ganz oben dann die Säugetiere. Und wir finden sie auch überwiegend genauso sortiert. Nicht immer. Es kann also mal sein, dass irgendwie eine Ziege irgendwo zwischen den Dinosauriern liegt. Aber meistens, wenn wir sagen, das große Bild sieht so aus, als wenn die Tiere so sortiert sind. Nun, in wissenschaftlicher Studie würde das dann so aussehen, wir sagen, okay, wir haben zum Beispiel vielleicht einen bestimmten Dinosaurier. Vielleicht nehmen wir den hier. Das ist vielleicht ein Apatosaurus oder ein Diplodocus. Also einer von den Sauropoden. Jetzt in den Schichten, das ist zum Beispiel Trias hier. Hier haben wir die Jurazeit und hier haben wir die Kreidezeit. Haben wir hier mal die frühe Jura, die mittlere Jura und die späte Jura. Dann die frühe Kreide, die späte Kreide. Und wenn man jetzt Knochen findet von diesen bestimmten Dinosauriern, wie zum Beispiel von diesem Apatosaurus, dann wird geschaut, wie oft kommen diese Dinosaurier in diesen einzelnen Schichten vor. Der taucht zum Beispiel im späten Trias auf, ganz bisschen. Ganz viele finden wir hier in der mittleren Jura. Und dann wird es weniger in der Kreide und in der späten Kreide wird es wieder weniger, finden wir weniger dieser Knochen. Bei dem Stegosaurus daneben finden wir zum Beispiel in der späten Tria gar keine. Er kommt vor in der frühen Jurazeit und endet in der späten Kreide. Und so kann man sie einsortieren. Also wie viele von diesen Dinosaurierknochen finden wir in welcher Schicht? Und dann können wir sagen, okay, da sind vielleicht 100 gefunden worden oder da sind 10 gefunden worden. Und so wird dieses Bild dann gemacht. Und je nachdem, sozusagen, umso mehr gefunden werden, umso breiter ist diese Säule dann. Und wenn gar keine gefunden werden, existiert diese Säule nicht. Und das ist das, was wir natürlich leicht auch darstellen können und was natürlich auch wissenschaftlich absolut Sinn macht, das so zu sortieren. Wo finden wir was? Das sind sozusagen diese großen Balken hier. Was wir nicht finden, sind diese schwarzen Linien. Das ist reine Philosophie. Also, dass man zum Beispiel hier zwei Dinosaurier miteinander verbindet, zum Beispiel die Sauropoden, verbunden zum Beispiel mit dem Stegosaurus über gemeinsame Vorfahren. Das sind so Ideen. Da müssten eigentlich irgendwelche Knotenpunkte sein. Und damit müssten diese Tiere eigentlich miteinander verwandt sein, verbunden sein. Aber noch nie hat jemand diese Tiere entdeckt, die dazwischen gehören. Das sind also philosophische Linien. Es wäre schön, wenn das so wäre. Wenn der zu dem gehört und der zu dem und der zu dem. Also alles, was wir da oben finden, das ist wirklich Tatsache. So ist es gefunden. Die schwarzen Linien sind Philosophie. Sie könnten so miteinander verbunden sein, wie zum Beispiel die ganze Familie der Vögel, die erst in der späten Jura auftauchen.
Nun, in den Schulbüchern finden wir das ganz oft, da sieht das dann so aus. Da sind dann solche Stammbäume gemalt. Also zum Beispiel die Fische oder die Lurche oder die Kriechtiere, die Vögel, die Säugetiere da hinten. Und sind so Familien miteinander zusammengebaut. Also wir finden zum Beispiel diese Knochenfische hier, wie die Quastenflosser. Und es heißt, naja, die stammen von dem ab, die stammen von dem ab, die stammen von dem ab. Und irgendwo hier unten gab es einen gemeinsamen Vorfahren. Nun, das Gleiche finden wir sozusagen auch bei den Säugetieren. Das wäre dann hier zum Beispiel der Affe oder das Pferd, und Huftiere. Und da werden so Zusammenführungen gemacht. Diese schwarzen Linien sind ja keine wissenschaftlichen Fakten. Diese schwarzen Linien, die wir da sehen, das sind Gedankenmodelle, also Philosophie. Da wird zum Beispiel hier in diesem Bild der Affe und der Mensch zusammengeführt. Früher hatten wir diese Theorie, dass es da hieß, naja, der Mensch stammt vom Affen ab. Das glaubt heute ja keiner mehr. Aber es wird immer noch die Theorie aufrechterhalten, naja, Mensch und Affe könnten vielleicht einen gemeinsamen Vorfahren haben. Und so wird so ein Gedankenmodell gemacht. Es gibt zwar nichts, was man gefunden hat. Das werden wir in einem anderen Vortrag noch genauer beleuchten. Aber es heißt sozusagen, okay, da müsste irgendwas sein. Und weil da irgendwas sein müsste, werden die Linien verbunden und dann geht's weiter. Und so geht man dann davon aus, also dass sowohl der Delfin als auch das Pferd und der Affe und der Mensch alle gemeinsam von so einem Insektenfresser abstammen. Es gibt nur eben keine Verbindung zwischen diesem Insektenfresser und dem Menschen zum Beispiel, oder zwischen dem Insektenfresser und dem Delfin. Aber die Philosophie dahinter sagt, naja, es müsste so sein. Also werden diese Linien gemacht. Und das finden wir ganz, ganz viel in den Schulbüchern heute. Nun, was wir aber festhalten können, hier unten haben wir oft Fische. Darüber haben wir oft die Amphibien und die Reptilien mit den Dinosauriern. Und darüber dann ganz oben die Säugetiere, die Vögel und den Menschen. Nun, warum ist das so? Das ist das, was wir wirklich finden. Also die große Ansammlung sehen so aus. Nun stellen wir uns das mal vor, wie ist das abgelagert worden? Warum ist das so da? Denn nach dem Evolutionsmodell würde es ja Sinn machen. Also es hat sich von klein auf entwickelt und größere Dinge sind gekommen. Nach dem Schöpfungsmodell, also wenn da ein Gott war, der alles geschaffen hat, müsste man sich ja fragen, warum finden wir dann das? Nun, wir machen mal ein Beispiel. Wir gucken uns so etwas mal an. Denn wir hatten ja schon die Idee, wenn da also eine Flut war, eine globale Flut und alles überschwemmt hat und die Welt einmal unter Wasser war, dann müsste diese Flut auch ganz viel abgelagert haben. Und das ist ja das, was wir finden. Diese ganzen Schichten, Jura, Trias, Kreide, wie sie alle heißen, die alles Wasserablagerung. Nun gucken wir uns das mal an, wie das was ausgesehen haben könnte. Jedes Lebewesen hat ja seinen spezifischen Lebensraum. Also ich gucke mir zum Beispiel einen Gartenteich an. Und in diesem Gartenteich leben verschiedene Lebewesen. Also ganz unten am Boden vielleicht Würmer und irgendwelche Muscheln, Schnecken. Oben drüber mögen vielleicht Fische sein. Dann vielleicht ein Frosch. Und oben auf dem Teich, da schwimmt eine Ente. Wenn ich jetzt eine Sintflut nachspielen würde und ich würde Schlamm nehmen und sie über diesen Teich kippen, diesen Schlamm über diesen Teich kippen, dann würden alle Lebewesen, die in dem Teich sind, in einem Augenblick begraben. Diese Lebewesen wären jetzt sozusagen prädestiniert dazu, zu fossilisieren. Wenn ich jetzt also einige Zeit warte und dann meinen Spaten nehme und durch diesen Teich durchgehe und diesen Teich in der Mitte aufgrabe, dann würde ich etwas finden, nämlich ich würde unten im Teich würde ich die Würmer finden und die Muscheln. Darüber würde ich die Fische finden. Über den Fischen irgendwo ein Frosch und obendrauf wird eine Ente sitzen. Denn genau so war ihr natürlicher Lebensraum, als ich sie begraben habe. Müsste ich jetzt davon ausgehen, dass die Ente vom Frosch abstammt, der Frosch vom Fisch, der Fisch vom Wurm? Oder könnte es einfach sein, dass diese Tiere sich alle in ihrem natürlichen Lebensraum aufgehalten haben, als sie begraben wurden? Das ist doch eher wahrscheinlich, denn heute fossilisiert nichts mehr. Wir haben heute nicht solche Fossilien, wie wir sie in der Vergangenheit hatten. Nun, wollen wir uns mal eine Ecke angucken? Wollen wir mal gemeinsam sozusagen graben zu den Fossilien, uns mal einen Platz anschauen, wo wir viele, viele Fossilien finden und wie diese aussehen? Also zunächst halten wir fest, wir finden so eine natürliche Sortierung von Fossilien. Dazu gehen wir mal eben in die USA, nach Wyoming. Und in Wyoming, da gibt es ein Gebirge. Das nennt sich die Bighorn Mountains auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Beartooth Mountains.
Also zwei große Gebirgsketten, die beide getrennt sind von dem sogenannten Bighorn Basin. Also Bighorn Mountains, Bighorn Basin und die andere Gebirgskette sind die Beartooth Mountains. Die sehen so aus. Und obendrauf, auf diesen Beartooth Mountains, sitzt der sogenannte Beartooth Butte. Also es ist so ein Berg, der sieht aus wie der Zahn eines Bären, deswegen heißt er so. Und er thront hier so über dem Bighorn Basin. Und auf der anderen Seite, hier finden wir dann die große Gebirgskette der Bighorn Mountains, Bighorn Basin und dann die Beartooth Mountains. Und wenn wir das mal aufschneiden, also wenn wir uns das mal schematisch darstellen, diese Gebirge mal aufschneiden, dann sieht es dazwischen so aus. Hier haben wir die Beartooth Mountains mit diesem Beartooth Butte, also diesem riesigen Berg da oben drauf. Auf der anderen Seite haben wir die Bighorn Mountains und beide verbunden sind sie durch dieses Bighorn Basin. Und da drin finden wir auch die Sedimentschichten, nämlich die mesozoischen und die paläozoischen, also das Erdmittelalter und das Erdaltertum liegt hier drin. Und diese Schichten sind so aufgebogen. Und in diesen Schichten finden wir jede Menge Dinosaurier und verschiedene Reptilien und Amphibien. Diese Schichten sind an den Rändern aufgebogen, wo es auf die Bergketten hochgeht. Dann da drin, in diesen gebogenen Schichten, finden wir das sogenannte Cenozoikum. Das ist die Erdjungzeit. Also das ist die Zeit, wo wir viele Säugetiere, Vögel und solche Tiere entdecken. Die liegen vielfältig hier oben drin. Ab und zu mal ein Ausreißer, mal ein Pferd irgendwo da unten. Aber im Groben kann man sagen, sämtliche Säugetiere und Vögel da oben und hier unten Dinosaurier, Reptilien, Amphibien, Fische und diese beiden Bergketten. Nun, interessant hierbei ist, dass dieser Beartooth Butte aus den gleichen Schichten besteht wie das Mesozoikum und das Paläozoikum. Also diese Schichten, die hier unten sind, die befinden sich auch in diesem Berg. Und jetzt stehen die Wissenschaftler natürlich vor dem Rätsel, warum sind diese Schichten unten aus dem Meso- und Paläozoikum auch in dem Beartooth Butte vorhanden? Wie kommen die da hin? Warum steht der da oben? Der müsste doch eigentlich da unten sein. Nun, die Theorie, also natürlich mindestens zwei Theorien, die eine Theorie der Evolutionswissenschaftler besagt, der Beartooth Butte war Teil von diesen Schichten und ist dann hier hochgeschoben worden, bis er irgendwann da oben sitzt, wo wir ihn heute entdecken. Allerdings ist das ein Berg. Also wenn so ein Berg verschoben wird, dann erwarten wir, dass so ein Berg Spuren hinterlässt. Und wenn wir diesen Hang untersuchen, finden wir da gar nichts. Weder Verglasung, noch Brandspuren, noch irgendwelche Schleifspuren, dass da irgendwann mal ein riesiger Berg hochgeschoben worden ist. Es sieht so aus, als würde Beartooth Butte schon seit Ewigkeiten da oben drauf sitzen. Aber wie kann das sein? Und das ist was die Evolutionstheorie sozusagen oder die Evolutionswissenschaftler annehmen. Er muss da hochgeschoben worden sein, auch wenn es dafür keine Anzeichen gibt, dass das passiert sein soll, passiert sein könnte. Nun, die Schöpfungswissenschaftler, die haben ein anderes Modell. Die sagen nämlich, wahrscheinlich war das hier alles mal flach, als diese Schichten hier waren. Und auch diese Schichten hier waren alle flach. Und dann sind die Berge hochgeschoben worden. Und Beartooth Butte war Teil hiervon, ist damit abgerissen und ging da oben hoch. Nun, macht das Sinn? Nun, wir lesen mal aus der Bibel, hier im Psalm 104, Verse 6 bis 9. Also die Erde war unter Wasser. Hier heißt es, mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinem Schelten flohen sie. Vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Also hier heißt es, die Berge stiegen empor. Du hast die Berge nach oben geschoben und die Täler senken sich an den Ort, den du ihnen bestimmt hast. Und wir schauen mal. Da war eine Flut, alles war bedeckt und jetzt werden zwei massive Bergketten angehoben. Die Beartooth Mountains und die Bighorn Mountains. Was wird passieren? Nun, die Schichten, die da vorher auf der Erde lagen, die werden natürlich, so sie dann auch weich sind, was wir auch annehmen in einer Sintflut, gebogen werden und werden an den Berghängen nach oben gezogen. Nun, das ist genau das, was wir sehen. Jetzt, die Evolutionswissenschaftler haben interessanterweise keine Theorie, warum das hier gebogen ist.
Denn in der Evolutionstheorie war das massiver Stein. Es könnte höchstens zertrümmert worden sein, wenn sich ein Berg anhebt, aber auf gar keinen Fall gebogen. Interessanterweise sind sie gebogen. Es sieht also aus, als wenn da eine Flut alles weich gemacht hätte. Die Berge sind emporgekommen und haben diese Schichten nach oben gezogen. Muss man sich aber fragen, also so ist der Beartooth's Butte übrigens auch nach oben gerutscht. Das Teil von diesen Schichten ist mit dem Berg zusammen aufgestiegen. Jetzt fragt man sich aber, warum in diesem Bighorn-Bassin diese cenozoischen Schichten liegen. Warum sind die gerade, während alle anderen schräg sind? Und warum sind diese hier voller Säugetiere, während hier mehr Dinosaurier und so gegenwärtig sind? Nun, wenn da eine Flut war, diese Ecken hochgedrückt worden sind, dann ist das Wasser natürlich, das oben auf den Bergen stand, ins Tal geschossen. Die Berge waren nun oben, sowohl die Beartooth Mountains als auch die Bighorn Mountains. Und das Wasser, das oben drauf war, mit den ganzen Tierleichen, alles was da drin schwamm nach so einer katastrophischen Flut, ist ins Tal gestürzt und hat sich hier zwei neue Schichten geformt. Einmal die Schicht, die von hier runterfiel, und einmal die Schicht, die von da runterfiel. Und diese Schichten sind voller Tierkadaver. Da sind unzählig viele verschiedene Tiere drin und die sehen alle so aus, als wären die geschreddert worden, diese Tiere. Dazu gleich mehr. Diese Berge müssen angehoben worden sein, als diese Schichten noch nass in der Mitte lagen. Hier unten ist ein sogenannter Beartooth Fault, also ein geologischer Fehler. Das heißt, ein Berg ist mit einer anderen Geschwindigkeit bewegt worden als der andere und die Erde, die Wurzel des Bergs, ist zerrissen. Das findet man hier ganz unten an der Bergwurzel der Beartooth Mountains. Also eine gewaltige Kraft hat diese beiden Berge angehoben, aber in unterschiedlichem Druck und die Berge sind auseinandergerissen. Von oben ist dann alles in das Tal hineingestürzt, was da oben vorher noch schwamm. Und das sind natürlich, wenn wir uns vorstellen, eine große Flut, viele Lebewesen ertrinken und die schwimmen da jetzt. Was würden wir erwarten bei so einer Flut? Nun, Dinosaurier waren gegenwärtig, wir wissen von Menschen, die wir da finden und Vögel und verschiedene Säugetiere, Amphibien, Reptilien. Nun, wenn das da war, die Flut kommt, Säugetiere blähen auf und treiben nach oben. Amphibien zum Beispiel, Reptilien, die sinken nach unten. Diese Sortierung ist etwas ganz Natürliches, was wir hier auch finden. Es sieht so aus, als ob in dieser Flut die Säugetiere und die Vögel, die aufgrund ihres Gefieders auch an der Oberfläche schwimmen, nach oben getrieben worden sind, während Reptilien, Amphibien nach unten gesunken sind. Als dann die Berge angehoben worden sind und als dann alles in sich zusammenstürzte, waren die Dinosaurier, Amphibien und Reptilien überwiegend unten begraben, während die Säugetiere und Vögel fast alle oben liegen. Das ist die ganz natürliche Sortierung, die wir auch erwarten. Nun, wie sieht es da oben drin aus in dieser Schicht, diese cenozoischen Schichten? Wir schauen die uns mal an. Hier ist ein sogenannter Tierfriedhof. Also hier sehen wir diese Schichten und hier oben das Cenozoikum. Und was wir darin finden, ist eine geschredderte Masse von Tierknochen. Also diese Tiere, die trieben ja eine Weile auf dieser Sintflut. Die Sintflut war ja ein Jahr lang. Und die sind disartikuliert. Also sie haben Teile verloren. Und jetzt diese verwesenen Kadaver, die oben auf dem Wasser treiben. Die Berge werden angehoben, sie stürzen ins Tal. Sie werden gerollt, sie werden geworfen. Sie disartikulieren, sie fallen auseinander. Und sie liegen jetzt wie geschreddert da unten in diesem Tal, zugedeckt von Schlamm. Und wenn man sich so ein Teil rausnimmt, das kann man sich im British Museum, also im englischen Museum, britischen Museum angucken, sieht das so aus. Das sind also verschiedene Tiere, sozusagen pro Stück, das ich da rausnehme, werde ich verschiedene Tiere entdecken. Und daneben steht so ein Schild im British Museum, ich habe das hier mal übersetzt, auf dem steht Säugetierfriedhof. Dieser Block enthält die fossilen Überreste einer Antilope, einer Gazelle, eines Pferdes und eines Karnivoren, also eines Fleischfressers. Die Einbettung in flutplanares Sediment zeigt, dass die Tiere von Fluten mitgerissen und zusammengeschwemmt wurden. Sie müssen schnell begraben worden sein, da die Fossilien nur gering beschädigt und nicht verwittert sind. Also im British Museum wird bestätigt, ja, da war eine große Flut, diese Tiere trieben da auf, die sind da verwittert da oben, aber dann sind sie alle ins Tal gestürzt, sie wurden bedeckt von irgendetwas. Und dort waren sie sauerstoffdicht abgeschlossen und sind nicht weiter verwittert, sondern fossilisiert. Und das ist das, was wir heute finden. Aber diese Tiere sind disartikuliert, also sie hängen nicht zusammen. Irgendwie müssen sie gewälzt worden sein. Irgendwas muss mit diesen Tieren passiert worden sein.
Nun, das finden wir nicht nur dort in Nordamerika, sondern wenn wir zum Beispiel auch nach Südamerika gehen, hier zum Beispiel in die Atacama-Wüste in Peru, hier finden wir interessanterweise Walskelette, jede Menge davon, also mehr als 40 Wale wurden schon gefunden, da liegen noch mehr. Und diese Wale haben einige Besonderheiten. Das eine ist, dass diese Wale orientiert liegen. Also sie sind scheinbar in eine Richtung geschwommen und sie wurden in dem Moment bedeckt, während sie noch geschwommen sind. Also sie lebten noch, sie wurden lebendig begraben, eine ganze Herde an Walen. Davon gibt es viele. Wir finden viele so eine Walfriedhöfe, wo die Tiere lebendig begraben worden sind und fossilisiert. Das muss sehr, sehr schnell gegangen sein, denn wenn man diese Tiere untersucht, dann stellt man fest, dass an einigen dieser Tiere noch die Barten vorhanden sind. Also diese Filteranlage, die Wale, diese Bartenwale in ihren Mäulern haben. Und diese Barten, die verwesen eigentlich ganz schnell. Also wenn ein Wal stirbt, sind diese Barten im Nu weg. Hier sind sie aber alle noch vorhanden. Also diese Wale sind lebendig begraben worden. Finden wir hier Zeichen einer großen Katastrophe. Denn eine ganze Walherde wird nicht einfach begraben. Sowas passiert heute nirgendwo mehr. Hier, das finden wir in der Mongolei. Wenn wir in Ulaanbaatar ins Museum gehen, dann werden wir sowas entdecken. Da sehen wir zwei Dinosaurier, die miteinander im Kampf sind. Also ein Velociraptor und ein Protoceratops, der hier. So werden sie abgebildet, so werden sie dargestellt. Ob sie so ausgesehen haben, wissen wir nicht, aber die Wissenschaft vermutet es irgendwie so, müssen sie ausgesehen haben. Diese beiden Tiere waren im Kampf miteinander, als sie verschüttet worden sind. Hier sieht man noch die Hand von dem einen da im Maul. Also auch augenblicklich verschüttet. Das gleiche, zum Beispiel bei den ganzen Dinosauriern-Eiern, die wir finden. Sämtliche Dinosaurier-Eier, übrigens auch alle Dinosaurier, die wir finden, sind alle in Wasser abgelagert. Es gibt nicht einen einzigen, der wird oft in den Büchern dargestellt, so in der Asche liegt, in Vulkanasche. Es gibt nicht einen einzigen Dinosaurier, der nicht in Wasser abgelagert worden ist. Diese ganzen Nester reihenweise im Wasser abgelagert. Nun, schauen wir uns mal diese geologische Säule nochmal an. Was wir hier entdecken, ist also eine Art Sortierung und nicht etwa eine Sortierung, wo wir sagen würden, naja, das ist 100 Millionen Jahre alt, das ist 500 Millionen Jahre alt, das ist 200 Millionen Jahre alt, sondern eine Sortierung nach den Lebensräumen der Tiere. Genauso haben sie gelebt, als sie begraben worden sind. Und das entdecken wir weltweit. Und dazu noch die Wassersortierung sämtlicher Tiere. Also sämtliche Tiere sind im Wasser geschwemmt worden und sind dort gestorben. Und so liegen sie. Das ist das, was wir heute entdecken. Es sieht aus, als ob all diese Tiere ganz schnell begraben worden sind und genauso, wie wir sie in den natürlichen Lebensräumen vermuten, auch so heute in der geologischen Säule zu finden sind. Übrigens, so eine geologische Säule finden wir nirgendwo auf der Welt. Das ist auch nur ein philosophisches Modell. Es fehlen immer viele, viele Schichten. Also es wird immer angenommen, es müsste so aussehen. Aber so wird sie in Gedanken zusammengebaut. Man findet mal die Schicht, mal findet man diese Schicht und mal diese und heißt, sie müsste so aussehen. Und so wird die geologische Säule, so wie wir sie in den Schulbüchern oder in den wissenschaftlichen Journalen kennen, dargestellt. Alles nach Lebensraum sortiert und interessanterweise in Wasserströmen. Nun, heute spricht man oft davon, wir hatten dieses Bild schon gesehen, also wie das alles entstanden sein soll, sozusagen aus einem Urgroßvater, irgendwie eine Zelle, ein Wurm, irgendwas, kamen dann die Fische und so haben sie sich dann entwickelt, also so eine Evolution hat stattgefunden. Interessant ist, dass heute immer mehr Wissenschaftler auch an den großen, renommierten Universitäten, wie zum Beispiel Cambridge, sagen, Moment, wir glauben das nicht mehr, denn das entdecken wir nicht. Wir haben was ganz Kurioses gefunden. Zum Beispiel Cambridge hat vor ein paar Jahren etwas rausgebracht, wo es dann hieß, es war wahrscheinlich kein evolutionistischer Baum, so wie wir ihn heute sehen, sondern es sieht eher aus wie ein evolutionistischer Rasen. Nun, wie kam sie darauf zu sagen, ein evolutionistischer Rasen? Das meint, da war nicht ein Stammvater, aus dem die ganzen Äste und Zweige hervorgingen, sondern gleichzeitig waren alle Arten da. Das war genau das, was die Wissenschaftler damals entdeckt hatten. Auf einmal im Kambrium, also in der Zeit, die sie bei 600 Millionen Jahren vor unserer Zeit einsortieren, in der Zeit waren plötzlich alle Lebewesen da. Auf einmal.
Und da sagen sie, da war kein evolutionistischer Baum, sondern es war ein Rasen. Plötzlich war alles da. Sie nennen das, so kann man das auch finden heute, die Cambrium Explosion, also die Cambrium-Explosion. Plötzlich, bumm, waren alle Lebewesen da. Der ist nicht einer vom anderen abgestammt. Aber wenn ich sage, plötzlich waren alle Lebewesen da, dann nenne ich das eine Schöpfung. Plötzlich hat Gott alles geschaffen. Alle Lebewesen waren zu einem Zeitpunkt gegenwärtig. Nun, sieht für mich aus wie eine Schöpfung. Die Bibel sagt, sie sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot und sie wurden erschaffen. Ich glaube auch heute noch, dass Gott wirklich alle Tiere geschaffen hat. Und das ist genau das, was wir auch in der Welt finden. Es sieht so aus, als ob zu einem Zeitpunkt alle Tiere einmal geschaffen worden sind. Alle Arten waren da. Diese Tiere haben sich in ihre Lebensräume aufgeteilt. Es kam eine große Wasserflut, hat die ganze Welt unter Wasser begraben. Die Tiere wurden so abgelagert nach ihren Lebensräumen und in Stromlinien, also in Wasserströmungslinien. Und heute graben wir diese Tiere dort aus. Und einige dieser Tiere haben es überlebt. Einige Tierarten gibt es noch. Wir entdecken zum Beispiel Schildkröten in den unteren Schichten, genauso wie sie heute sind. Manchmal entdecken wir Tiere, die genauso aussehen, aber in der Vergangenheit viel, viel, viel größer waren. Es sieht also so aus, als wenn wir hier nicht eine Evolution hätten, also die Tiere entwickeln sich von klein zu groß, und es sieht so aus, als hätten wir eine Devolution. Also die Tiere entwickeln sich von groß zu immer kleiner. Das ist das, was wir global in der Paläontologie finden. Die Entwicklung geht zurück. Es sieht so aus, als wurde alles gut, vollkommen geschaffen und seitdem disartikuliert alles. Alles geht ein bisschen kaputt, alles entfremdet sich, alles wird kleiner und alles geht mehr kaputt. Also ich glaube, auch heute noch, dass dieser evolutionistische Rasen, von dem die Wissenschaftler sprechen, eigentlich ein Zeuge der Schöpfung ist. Und vielleicht haben Sie Lust, mit uns weiter in den Spuren Darwins zu suchen, wenn wir weitergehen, auch zu unseren nächsten Vorträgen, wenn wir noch ein bisschen tiefer hineingehen, uns zum Beispiel die Eiszeit angucken und auch in der Archäologie ein bisschen Untersuchungen anstellen. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Fühlen Sie sich dazu herzlich eingeladen.